fertig. Das Essen ist fertig. Juhu, ja super. Das Essen ist fertig, ja. Yeah. Na endlich. Das Essen hat ja lange gedauert. Klar muss ein gutes Essen auch kochen. Oder möchtest du die Knödel roh essen? Mahlzeit, liebe Sandra, und lass es dir schmecken. Oh, Ines, mein Becher ist leer. Kannst du mir sofort noch was zum Trinken servieren? Hol's dir selber. Ich bin nicht dein Diener, okay? Also hol dir dein Getränk gefälligst selber. Ey, das ist aber gemein. Wenn du mir nicht sofort was zum Trinken machst, gebe ich dir so am Watschen, dass es dich bis nach Delmenhorst schleudert. Dein Saft gefälligst selber, weil sonst scheppert's. Das meine ich ernst. Du willst mir drohen? Du spinnst. Dann hole ich mir es eben selber, zickiges Beck. Und Sandra, war das jetzt so schwer? Ja, es ging. Und wenn du mit Essen fertig bist, kannst du ja den Geschirrspüler einräumen gehen. Ey, sag mal, geht's noch? Mach den Scheiß doch selber. Sandra, du wohnst hier. Also kannst du mal deinen Arsch bewegen und auch mal was tun, putzen und so. Nein, heute nicht. Erst nächstes Monat, da überlege ich es mir vielleicht. Und Sandra, verarschen kann ich mich wirklich selbst. Und du hast die Miete noch immer noch nicht bezahlt. Wie stellst du dir denn das eigentlich vor? Ey, ich hab kein Geld, okay? Wo soll ich das scheiß Geld hernehmen? Sandra, wann stellst du dir denn eigentlich vor, die Miete endlich zu bezahlen? Ich muss gar nichts und lass die schlechte Laune nicht immer auf mich aus. Das geht mir auf den Keks. Ja, dann geh, wenn es dir nicht passt. Wo soll ich denn hin? Soll ich unter der Brücke schlafen oder was? Ach Sandra, du musst mich noch auch irgendwie verstehen. Es gibt bei uns Regeln und die muss man sich einhalten. Und wenn man sich nicht die Regeln einhalten, dann muss man bestraft werden. Das ist einfach so. Ich will ja nicht immer das Arschloch sein, aber Regeln muss man eben akzeptieren. Ach, arbeiten ist nicht wichtig. Wie nicht wichtig? Wie sollst du sonst die Kohle herkriegen? Und wenn du bis April nicht die Kohle herbekommen hast und nicht die Miete bezahlt hast, dann war's das, okay? Was? Du willst mich rausschmeißen? Ja, ich werde das Geld schon auftreiben. Aha, und wie möchtest du das bitte machen? Ach,
Lass das meine Sorge sein. Ich möchte nicht, dass du jetzt irgendwelchen Blödsinn machst. Nein, nein, vertrau mir.